Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo. Und heute haben wir House of Cards mit am Start, der zum dritten Mal ein Gastvideo hier macht. Heute wird er euch einen Binder vorstellen, wo er Karten aus dem McDonald's Pack euch vorstellen wird und aus alten Turnierpacks. Ich wünsche euch dabei noch gute Unterhaltung. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Gastvideo hier auf Random Brains Kanal. Ja, lieber Viktor, vielen Dank, dass ich mich hier erneut vorstellen darf, mich um mein Projekt. Ich bin ja jetzt das dritte Jahr in Folge hier mit großem und mäßigem Erfolg. Ich versuche, dass dieses Video wieder einen etwas größeren Erfolg erzielt, vielleicht auch ein bisschen an das erste Video anschließt, sage ich mal. Bevor wir damit natürlich anfangen mit diesem schönen Binder hier, möchte ich ein paar Worte zu mir verlieren. Mein Name ist Julian und ich leite das Projekt House of Cards. Mein Kanal heißt auch House of Cards. Dieses Projekt beschäftigt sich mit einer Ausstellung, auf der eben sämtliche Karten aus dem TCG und OCG, die jemals gedruckt worden sind, in sämtlichen Raritäten, dazu zählt also auch Common und Rare, also auch die werden ausgestellt sein, das wird häufig dann gefragt. Und eben die sollen alle gezeigt werden, auch alternative Artworks sowie zensierte und unzensierte Artworks werden berücksichtigt und teilweise auch Unterschiede in den Raritäten selbst. Beim Secret Rare haben wir ja zum Beispiel unser Secret Rare, so wie es wir kennen, und dann eben das Prismatic Secret, wie wir es eben auch entweder vom Promos her kennen oder aus Japan. Ja, ich habe eine relativ große Sammlung. Meine Sammlung umfasst aktuell ungefähr 350.000 Karten mit einem Wert von aktuell leicht über 200.000 Euro. Und das hier ist jetzt ein Binder dieser Sammlung. Vorneweg sei gesagt, ich sammle nicht in Bindern, ich sammle tatsächlich in Toploadern. Was genau das ist, das erfahrt ihr dann auf meinem Kanal. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, das auch noch zu erklären, weil wir wollen ja den Binder sehen. Wichtig zu wissen ist nur, dass in diesen Bindern hier nur zwischengelagert wird, bevor diese Karten dann in Toploader kommen. Ne? Ich habe da spezielle Hüllen, das kann ich auch kurz zeigen. Das sind immer hier diese doppelt gesleeften, einmal weiß small, einmal schwarz normal sized. Und so kommen die dann in die Black Border Toploader und werden dann in einem Koffer verwahrt. Und das hier ist jetzt eben einer dieser Binder, wo viele Tournament Pack, Champion Pack und Turbo Pack Karten drin sind, auch McDonald's Pack Karten. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe auch noch mehr von diesen Bindern. Ich habe auch noch Binder, wo andere Sachen drin sind, wie OP, Astral Pack und so weiter und so fort. Falls ihr daran Interesse habt, einfach Bescheid sagen, dann kommen diese Binder nächstes Jahr oder auch vielleicht nochmal so ein Binder dieser Art. Ich lege hier mal kurz meine geile Samsung Galaxy Hülle unter, damit wir hier ein bisschen so eine Schräge haben, damit das nicht so sehr spiegelt, weil die Beleuchtung ist nämlich direkt hier oben und das blendet halt wirklich extrem, wenn ich das Ding flach auf dem Tisch liegen lasse. Gut, dann öffnen wir mal Seite 1 und da grinsen uns hier direkt die ersten McDonald's Pack Karten an, die ich hier habe. Es ist jetzt so, dass man vielleicht oben und unten manchmal nicht genau sieht, was da ist. Wenn ich merke, dass man was wirklich überhaupt nicht sehen kann, dann hole ich es mal kurz raus. Wir haben hier oben ein Playset Cosmo Queens, unten zwei Millennium Schilder, ein Dark Piercing Light und drei Goddess of Wim. Millennium Shield ist stark im Preis gestiegen. Ich glaube, das letzte Mal, was ich nachgesehen habe, ist schon ein bisschen her. Also ihr müsst wissen, die Werte, die ich jetzt hier nenne, die sind schon ein bisschen veraltet. Also entschuldigt mich, wenn da irgendwas nicht stimmt, reißt mir dafür nicht den Kopf ab. Es ist wirklich schon ein bisschen älter. Lag bei ungefähr 70 Euro. Warum auch immer, weiß ich nicht. Als ich sie damals gekauft habe, war sie etwa bei 20. Und die Cosmo Queen bei ungefähr 15. Die anderen Karten sind aber tatsächlich gleich geblieben. Ich habe auch noch einen kompletten Ordner, der nur mit diesen McDonald's-Pack-Karten voll ist. Auch mit den ganzen Commons und Rares und eben diesen Holos, von denen es ja jetzt auch nicht unbedingt viele gab. Und ja, ich muss sagen, McDonald's Pack Holo ist richtig geil. Finde ich mega. Vor allem den Cosmo Queen in Ultra sieht halt extrem geil aus. Ja, hier haben wir dann den Metal Guardian. Das sind zwei Rares. Die waren damals einiges wert. Um die 16 Euro. Die sind jetzt, glaube ich, runter auf 5, wenn ich mich nicht täusche. Waren aber extrem teuer mal eine Weile. Dann haben wir hier Takriminos. Der ist aus dem McDonald's Pack 1 sogar. Den gibt es aber allerdings auch aus der Legendary Collection in Super Rare, dementsprechend ist der natürlich auch nichts wert. Genau, ich glaube, ich habe das sogar vor einiger Zeit mal ein bisschen durchsortiert, dass wir hier nach den Tournament Packs, also auch nach der Reihe durchgehen. Erst hinten wird es ein bisschen chaotischer. Wir haben hier aus dem Tournament Pack 1, mit dem wir hier starten, haben wir dreimal den Speerroboter. Natürlich Axträuber, der ist hier unten. Und was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, die Karten in meiner Sammlung, die sind wirklich mint. Ja? Also man sieht es vielleicht auch hier, ja, die Karte ist wirklich wie aus dem Ei gepellt. Da findet ihr nicht ein Kratzer, ein Staubkorn, findet ihr einfach nicht. Dann haben wir Elfenlicht, die ging auch mal 4 Euro als Rare. Wie es jetzt aussieht, weiß ich momentan nicht. Dann natürlich, ja, White Hole. Die Karte ist jetzt natürlich ein bisschen
wieder in den Fokus, beziehungsweise mehr in das Gedächtnis der Leute gerückt, eben aufgrund des Reprints in der Kyber Collection, wo es dann diesen unglaublich behinderten Name-Change gab, ich glaube in weiße Fallgrube, warum auch immer. Dann kommen wir auch schon direkt zum Tournament Pack 2, da haben wir auch Commons, die extrem viel wert sind. Wir haben den Parrot Dragon, der ging mal eine Weile 100 Euro, das Stück in Common. Dann gab es natürlich, gibt es natürlich den Reprint in WP11, also diesen World Champion Pack Promo. Dingenskirchens hat den Wert jetzt noch nicht beeinträchtigt und natürlich jetzt auch die Ultra Rare aus der Legendary Collection Kyber. Jetzt ist er so ungefähr bei 50, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Natürlich auch, weil das Angebot ein bisschen gestiegen ist an den Commons. Und ja, darunter haben wir den Sky Dragon. Auch eine ganz coole Karte eigentlich. Das sieht so aus, als würde hier eine Klaue aus dem Maul kommen. Inwiefern das jetzt tatsächlich so dargestellt werden sollte oder ob das vielleicht irgendein Designfehler ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es im Prinzip eine sehr schlichte Karte. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Karte zumindest, als ich sie das letzte Mal gecheckt habe, ungefähr 12 Euro das Stück geht. Ja, also diese Tournament-Pack-Karten sind halt tatsächlich ziemlich teuer manchmal. Na, einfach aufgrund der Tatsache, dass das komplette Tournament-Pack 2 einfach ziemlich underprinted auch war und extrem selten und vor allen Dingen nicht auf Deutsch erhältlich war. Hier geht es dann mit den Commons direkt weiter. Da haben wir oben ein Playset Garuses, dann natürlich der Faithbird. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen bekannter. Ich glaube, der ist auch noch in anderen Sets drin. Hat also auch noch andere Prints. Dann haben wir Maiden of the Moonlight, eine wunderschöne Common. Ist, glaube ich, auch nur im Tournament Pack 2 rausgekommen. Die gibt es nirgendwo anders. Ich finde diese Karte extrem geil. Ich hätte sie mir auch als Super oder Ultra extrem gut vorstellen können. Aber auch als Common macht sie einiges her. Sieht einfach mega geil aus. Auf der linken Seite kommen wir dann zu meiner absoluten Lieblingskammen. Das ist tatsächlich so aus diesem ganzen Kammenbereich die Karte, die ich am allerschönsten finde. Und da hole ich direkt auch mal eine raus. Das hier ist hier die Königin des Herbstlaubs. Und ich finde einfach, das Artwork ist sowas von schön. Die ging auch mal fast 50 Euro, allerdings nur eine kurze Zeit, weil es gab nur einen Anbieter, der hat die halt dafür verkauft. Mittlerweile geht es die wesentlich weniger. Ich glaube, mittlerweile kriegt man sie für einen 10er. Da haben wir hier auch 7 Stück. Das sind auch tatsächlich alle, die ich bisher habe. Allerdings bekomme ich von einem ehemaligen Händler von mir demnächst weitere 100 Tournament Pack 2 Commons und Rares. Dementsprechend werde ich dann da wahrscheinlich mehr als genug von haben. Ja, Water Magician kennen wir auch. Der ist jetzt hier auch aus dem Tournament Pack 2. Gibt es natürlich auch noch aus anderen Sets. Ich glaube, aus einem Astral Pack war er auch noch. Vielleicht war auch noch in irgendeinem McDonalds-Pack, aber ich glaube, es gab 3 Sets, aus denen der kam sozusagen. Ich sehe gerade auf der Kamera, dass das Bild ein bisschen flackert. Bedauerlicherweise kann ich da momentan gar nichts gegen tun. Ich hoffe, es fällt dann tatsächlich, wenn man es sieht, gar nicht so auf. Das hatte ich schon mal, dass das dann halt auf dem PC, wenn man es dann anguckt, tatsächlich kaum zu sehen war. Aber hier sieht es halt gerade echt extrem aus. Ich schaue mir das aber nochmal an, bevor ich das dann dem Random Brain schicke. Genau, hier geht es jetzt nochmal weiter mit Commons und Rares aus dem Set. Wir haben hier den Crawling Dragon 2 da oben. Den sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Ich tue das mal hier ein bisschen runter. Hier haben wir den Crawling Dragon 2. Hier haben wir Turo Purun, der ging auch mal ein 10er, finde ich vom Design halt richtig ulkig. Dann Stuffed Animal, den gibt es auch aus dem McDonald's Pack. Wobei ich glaube, aus dem McDonald's Pack ging er sogar noch mehr als aus dem Tournament Pack 2, was mich ein bisschen gewundert hat. Zumindest damals, wie das jetzt aussieht, weiß ich gerade gar nicht. Dann haben wir Spirit of the Books, Takuhei, oder wie die Karte ausgesprochen wird. Gibt es, glaube ich, auch noch in einem anderen Set, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Dancing Elf und dann natürlich Soul of the Pure. Purge wollte ich fast sagen. Soul of the Pure. Falls ich irgendwas im Englischen falsch ausspreche, es tut mir leid, ich bin wirklich nicht gut in Englisch. Ja. Ich weiß auch leider nicht, was es auf Deutsch heißt. Seele des irgendwas. Könnte rein heißen oder so, keine Ahnung. Genau, jetzt kommen wir wieder zu den Holos. Hier haben wir jetzt Holos aus dem Tournament Pack 2, allerdings nur 3 Stück. Call of the Grave, ja, ist jetzt durch den Reprint eben in der Kyber Collection auch wieder ein bisschen so ins Gedächtnis gekommen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere Holos aus dem Set. Ich habe auch diesen Dragon Seeker einige Male. Der ist allerdings, und wie ihr seht halt wirklich, also hier ist überhaupt kein Schaden dran. Aber es ist halt so, speziell aus dem Tournament Pack 2, die Holos, die habe ich schon längst eingetütet in Toploader. Ich habe auch noch mehr Call of the Grave Karten, die bereits eingetütet sind. Vor einer Weile wollte mir sogar einer einen in einem PSA-Ding andrehen, aber PSA sammle ich nicht. Ich persönlich bin kein Fan von PSA, weil ich sehe selber, dass die Karte Mint ist. Da brauche ich niemanden, der mir das bestätigt. Ja, man kann sie dann natürlich teurer verkaufen, wenn die Leute halt dafür mehr Geld ausgeben wollen. Ich würde es jetzt nicht machen. Da wollte ich, glaube ich, 250 Euro dafür. Vergiss es. Ne? Naja, wie auch immer. Dann haben wir Horn of Heaven. Da sind wir jetzt schon mal im Tournament Pack 3. Das ist auch die einzige Karte hier aus dem Tournament Pack 3. Die ging auch, glaube ich, einiges.
Ich glaube, die lag auch bei 40 Euro oder so, hat mich echt gewundert. Dann haben wir hier Chain Destruction, da sind wir schon beim Tournament Pack 4. Das sind auch die einzigen beiden aus Tournament Pack 4. Bevor wir dann unten bei den Großschildwachen schon mit Tournament Pack 5 anfangen. Ja, die Großschildwachen, die gingen aber auch einiges mal vor einer Weile. Die gingen auch mal so um die 35, hat mich tatsächlich sehr gewundert gehabt. Hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe halt so mit 8 bis 10 Euro vielleicht gerechnet. Aber es ist halt schon erstaunlich, wie viel manche Karten halt einfach gehen, ne? Ich meine, klar, speziell Tournament Pack und so weiter ist natürlich logisch, dass die immer ein paar Euro mehr gehen als ihre in anderen Packs erschienenen Artgenossen, sage ich mal. Aber gut, ne? Man wird immer mal wieder überrascht. Genau, dann geht's weiter. Hier oben Magischer Dorn, der ist jetzt aus dem Tournament Pack. Auch noch Tournament Pack 5, Schimmerdrache ebenfalls. Dann haben wir es im Tournament Pack 6, Fusion Zedge, sieht man das hier so. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Die war, glaube ich, irgendwo bei einer Kartensendung so random mit dabei. Zwei Tun-Inhaltsverzeichnisse. Auch eine mega coole Sache. Ist übrigens sehr zu empfehlen. Ich habe auf meinem Kanal ein Mega-Opening. Da wird eine ganze Sammlung nur bestehend aus Tournament-Pack-Karten und Champion-Pack-Karten aufgemacht. Ist echt sehenswert. Also wenn ihr da mal vorbeischaut auf meinem Kanal, sucht diese Folge. Die ist wirklich interessant. Steht auch im Titel, findet man also gleich. Dann haben wir Restructure Revolution. Bei der Karte ist es so, da gibt es auch aus, keine Ahnung, diesem World Champion Promo Dingenskirchens, gibt es die auch in Super Rare. Dementsprechend, wenn also unbedingt einer eine Super Rare von der haben möchte, muss er nicht unbedingt die aus dem Tournament Pack nehmen. Königlicher Erlass aus dem Tournament Pack 6, da habe ich auch noch ein paar Stück in Ultra Rare von meinem Händler. Die sind auch schon eingetütet mittlerweile. Die wird jetzt nach dem Video auch bald folgen. Ich habe die jetzt extra wegen dem Video noch drin gelassen. Dann haben wir ein paar Thun-Kanonensoldaten, 4 Stück an der Zahl, 2 deutsche, 2 englische, 2 Dedekrieger, auch mega cool aus dem Tournament Pack 7. Krieger-Eliminierung, auch diese Karte ist jetzt in der Legendary Collection Kyber erschienen und uns dementsprechend wieder ins Gedächtnis gerufen worden, sag ich mal. Und ist tatsächlich eine meiner Lieblingszauberkarten. Ich finde, die Karte hat einfach was. Ich finde die einfach cool. Die ist sehr, sehr schlicht, sehr dezent gezeichnet. Ziemlich einfach im Vergleich zu den heutigen Karten. Dann haben wir natürlich den leuchtenden Soldaten. Den gibt es auch noch in Ultra. In Ultra habe ich ihn, glaube ich, noch überhaupt nicht. Muss ich tatsächlich gestehen. Und dann kommen wir zu einer Karte, die ist halt wirklich, also ich hole sie hier mal kurz raus, Garma-Schwert. Ja. Ich finde diese Karte, ja, ohne Witz, die ging mal 7 Euro und ich hatte die damals nicht so auf dem Schirm. Ich dachte mir, ja, mein Gott, gut, Garma-Schwert ist jetzt vielleicht nicht so gesucht. Lässt du dir noch Zeit, die zu holen, kannst du dir ja jederzeit bei deinem Händler bestellen und zack, war sie auf 35. Da könnte ich mir heute noch für in den Arsch beißen, um ehrlich zu sein. Aber gut, so läuft das manchmal. Dementsprechend ist das hier die einzige Garma-Schwertkarte, die ich aus dem Tournament-Pack habe. Ich habe noch aus Japan, aus diesem 15er X, ich glaube 10 Stück in Kamen oder so. Dann haben wir Schieferkrieger, gibt es ja auch aus einem anderen Pack, aus irgendeiner World Championship Grütze. Dann Dunamis Finstere Hexe gibt es ja auch in Ultra Rare bei uns im normalen Booster. Hier aus dem Tournament Pack 8 natürlich die magischen Armschilder, von denen habe ich noch einige mehr. Da sind tatsächlich auch einige schon in Toploader gepackt worden. Sakuretsu Rüstung, dasselbe Spiel. Habe ich in den anderen Orten noch ein paar zwischengelagert. Satellitenkanonen habe ich auch en masse. Da müsste ich, glaube ich, schon 10 Stück haben. Ich weiß gar nicht, wo die anderen 5 sind, vielleicht in einem anderen Binder, wobei wir hier tatsächlich schon beim Champion Pack 1 sind, ne? Das ist jetzt schon gar nicht mehr Tournament Pack. Dann natürlich eine sehr beliebte Karte, Metamorphose Super Rare aus dem Champion Pack 1. Das war eine Karte, die hat wirklich Preisschwankungen hinter sich. Die schreiben CC. Die ging mal stellenweise über 100 Euro, dann ging sie um die 80, dann ist sie runter auf 60, dann ist sie wieder hoch auf 80. Also ich habe das immer so ein bisschen verfolgt gehabt. Das sind auch meine Reste sozusagen. Die anderen sind schon in Toploader gepackt und natürlich in die Koffer einsortiert. Die habe ich jetzt halt noch nachträglich dann damals, glaube ich, in der Sammlung bekommen, von der ich eben gerade berichtet habe. Und hatte gerade keine Toploader mehr übrig und erst recht keine Hüllen. Dementsprechend sind die dann erstmal hier gelandet. Ich werde den Ordner jetzt immer langsam anfangen auszumisten, die ganzen Ordner, die ich hier habe, und mal wieder so ein bisschen aufstocken bei meinen Koffern. Aber momentan bin ich ja so an 5Ds-Koffern am Arbeiten, gar nicht mehr so an den Oldschool-Sachen, sondern, ja, wobei 5Ds ja eigentlich auch schon Oldschool ist, ne, ist ja auch schon Jahre alt, aber halt nicht an GX und nicht an Dual-Monsters, sondern eher moderneren Sachen. Als nächstes kommt ein Koffer, der sich mit Cummins und Grass aus der Zeit beschäftigt und danach kommt nochmal ein Sechsel-Koffer, ein GX-Koffer und dann vielleicht wieder ein Oldschool-Koffer, mal gucken. Genau, dann haben wir hier den nächtlichen Angreifer, den sehen wir hier oben in Super Rare. Der ist auch noch aus dem Champion Pack 1.
Und dann geht's hier bei der Pyramidenschildkröte auch direkt mit dem Champion Pack 2 weiter. Magier des Glaubens war auch schweineteuer. Hat mich fast der Schlag getroffen, dass ich gesehen habe, wie viel der damals ging. Der ging auch um die 80 Euro. Keine Ahnung warum. Hat mich echt gewundert. Na, also, ich meine, klar, für einen 20 oder so hätte ich schon mitgerechnet, aber so viel. Naja, dann haben wir magische Steinausgrabung aus dem Champion Pack 2, zweimal aufschlagen. Blitzgewitter ist für mich daher interessant. Finstere Welt war das einzige Deck, das ich jemals gespielt habe. Ich bin ja kein Spieler, ich sammle nur. Und das war auch dann tatsächlich die erste Champion Pack Karte, die ich hatte. Die war random in der Sammlung mit dabei. Und ich habe wirklich ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass sie aus dem Champion Pack ist, weil ich nie auf das Set geachtet habe. Ich dachte, die ist halt irgendwo in einem Booster, keine Ahnung, Elemental Energy oder so rausgekommen. Habe ich natürlich auch dann beim Sortieren ein bisschen blöd geguckt, dass mir das dann aufgefallen ist. Dann haben wir hier 6x Hydrogeddon und ich glaube, die ging gar nicht so viel. Damals ging die so 4 Euro oder so, mehr war das nicht. Ist aber nett zum Angucken und gibt es natürlich auch aus einer Legendary Collection GX, glaube ich, als Ultra Rare und ein letztes Angebot. Da habe ich keine Ahnung, wie viel die ging, aber sie ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer gewesen. Der ursprüngliche Print, wo kam der nochmal her? War das LOB? War das eine LOB-Kammer? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Musste ich nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte und sie hat halt vorher nur als Common oder maximal als Rare existiert und dementsprechend ist es natürlich etwas Besonderes, die auch mal als Holo dazu haben. Ja, dann geht es hier hinten weiter. Da haben wir hier oben erstmal die auszubildende Zauberin als Playset. Gernja, der ist auch ganz schön gestiegen. Den habe ich damals bei meinem Händler, der hatte damals so eine 1 Euro Ebay-Aktion, habe ich die günstig für 1 Euro bekommen. Gehen natürlich um einiges mehr. Magischer Händler soll auch einiges wert sein. Bodenklappe ging auch mal 35 Euro. Riesenkeim weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ihr seht, es sind halt tatsächlich Reste. Ne? Ich habe hier immer bloß ein Exemplar meistens drin. Vielleicht mal ein Playset oder so. Normal habe ich ja wesentlich mehr von den jeweiligen Sachen. Dann Wave Motion Cannon, ist auch eine geile Karte. Ursprünglich ist die in Common oder Rare war das, glaube ich, geprintet worden, in Magician's Force. Und selbst das Common ging die da ein paar Euro. Dementsprechend hat mich es gewundert, dass die nur in Anführungszeichen 17 Euro aus dem Set ging, weil die ist halt natürlich schon ziemlich selten gewesen. Ne? Dann haben wir diesen erbarmungslosen Plünderer, auch einen davon. Ich glaube sogar den englischen habe ich damals für 1 Euro ersteigert oder war es 1,50? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann haben wir den rachsüchtigen alten Magier als Playset, zweimal legendärer Ninjutsu-Meister. Jujutsu-Meister. Einzelfeuerblüte, natürlich sehr beliebte Pflanzenkarte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, inwiefern diese Karte hier vom Wert her unter dem Fusion Enforcers Reprint gelitten hat. Oder war es Fusion Enforcers? Leute, ich und neue Sets, ne? Auf jeden Fall hatte die ein Reprint erst letztens gekriegt, vor einiger Zeit, und ich weiß nicht, inwiefern sich das auf den Wert ausgewirkt hat. Ich schätze mal schon ein gutes Stück. Ja, dann geht's hier weiter. Angsteinjagendes Gebrüll aus dem Champion Pack 7. Geisterzersetzung. Das sind natürlich auch Karten, vor allen Dingen hier Geisterzersetzung. Die kann man auch schon ein bisschen, das Wert war 50 Cent, glaube ich, 50 Cent bis 1 Euro vor einer Weile noch. Dann Dimensionsriss, Schwerkraft, Behemoth. Ich glaube, die Karte ist sogar nur in diesem Champion Pack erschienen. Die gibt es, glaube ich, aus gar keinem anderen Set. Zumindest kenne ich sie aus keinem anderen. Ja, dann haben wir noch Garoth, lichtverpflichteter Krieger aus dem Turbo Pack. Inwiefern der jetzt was wert ist, weiß ich nicht. Den habe ich jetzt hier nur drin. Auch dieser Paschul hier, dieser X-Saber Paschul, der ist jetzt auch nicht die Welt wert. Ne? Sieht aber cool aus. Törichtes Begräbnis und finsterer Greffer, weiß ich gerade gar nicht. Horn des Phantomungeheuers hat ja auch ein Duelist Saga Reprint bekommen. Nicht Duelist Saga, Dark Savior, jetzt ja, Dasa. Genau, war aber vorher auch nichts wert. Das ist auch so eine Random Super aus dem Turbo Pack. Buch des Mondes, eine sehr schöne Karte. Gottems Notruf, auch Sangan, sehr, sehr cool. Einer von denen ist, glaube ich, auch tatsächlich aus der letzten Sammlung, die ich aufgemacht habe. Eine 700-Euro-Sammlung, war richtig, richtig geil. In drei Parts aufgeteilt gewesen. Genau, dann haben wir hier nochmal zwei Bodenlose, die waren auch schweineteuer, die gingen mal 90 Euro das Stück, mittlerweile glaube ich ein bisschen weniger. Skill Drain natürlich klar, hier Harpiens Federduster, der ist wirklich neu, die kommt aus der letzten oder vorletzten Folge Neuzugänge, 150 Euro wert. Hier nochmal ein paar Commons aus dem McDonald's Pack, von denen auch die eine oder andere 2-3 Euro geht. Und hier unten am Rande haben wir noch was ganz Besonderes aus dem Tournament Pack 2, eine Rare. Und zwar ist das der Nobox Prayer und die habe ich geschenkt bekommen von einem Abonnenten, Michael, und ich muss wirklich sagen, der hat es wirklich, also der ist richtig krass, der hat mir, glaube ich, eine komplette Sammlung gespendet, hat mir, wenn ich irgendwas gebraucht habe, halb Cardmarket leer gekauft, hat mir schon so viel gegeben, der Typ, das ist unglaublich, und jetzt eben dann zu einem Einkauf als Bonus quasi dazu, Nobox Prayer, die ja auch in 20 geht. Und hier hinten haben wir dann noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben hier die Rettungskatzen, super, hier nochmal
aus dem Turbo-Pack, Elektor, Herrscher der Vögel, und dann Kribons aus dem Turbo-Pack, zweimal schwarzer Wirbelwind aus dem Turbo-Pack und natürlich hier noch was ganz Schönes, ein Urteilsdrache, der ebenfalls aus dem Turbo-Pack ist, in Ultimate Rare. Die anderen Urteilsdrachen, die sind tatsächlich dann in den Bindern, wo nur Turbo-Pack-Karten drin sind. Ich habe noch mehr von denen, ich glaube 6 Stück von denen oder so. Und ja, das war es im Prinzip gewesen mit dem Binder. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch getaugt. Ich musste mich hier in den 20-Minuten-Rahmen halten. Deswegen habe ich geschaut, dass ich hier auch so schnell wie möglich durchkomme. Ja, falls ihr mögt, schaut auf meinen Kanal vorbei, schaut euch mal ein bisschen um. Ihr findet dort wirklich sehr, sehr wertvolle Sachen, die man nirgendwo anders sieht. Sehr viele japanische Sachen auch, was sich dafür interessiert. Es ist halt ein Kanal, der nur für Sammler ist. Für Spieler habe ich leider Gottes keinen Content. Könnt ihr euch ja mal umschauen, wenn es euch gefällt, ein Like dalassen beim jeweiligen Video oder auch ein Abo dalassen. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, wir sehen uns zumindest hier wahrscheinlich nächstes Jahr zu einem weiteren Gastvideo. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.